Hey Leute, was geht ab? Wir stehen hier vor dem BMW F31 320e mit dem B48 Motor. Meine Eltern haben sich vor kurzem dieses Fahrzeug gekauft und in diesem Video geht es einmal darum, was ich machen würde, wenn ich mir ein gebrauchtes Fahrzeug kaufe. Denn das Problem ist, man weiß nie, wie der Besitzer vorher damit umgegangen ist, wie gut das Service wirklich war und was alles gemacht worden ist und was nicht. Von daher liegt es immer an einem selbst, dass man das Beste aus dem Auto holt, was man sich gerade gekauft hat. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Die Herausforderung ist immer, wenn man sich ein gebrauchtes Auto kauft, dass man nie weiß, wie der Service vorher von dem Besitzer gehandhabt worden ist. In dem Fall ist es ein Auto von BMW, aus dem Autohaus von BMW gekauft. Der Vorbesitzer, das habe ich über Kali gesehen, hat das Auto sehr viel Kurzstrecke benutzt und das ist natürlich semi-gut, nicht die beste Wahl, aber jetzt ist natürlich umso wichtiger, dass man darauf achtet, den Verschleiß zu reduzieren und das Auto dementsprechend vorzubereiten auf den Einsatzzweck, den er jetzt im weiteren Leben hat. Also 60.000 Kilometer hat er runter und dann zeige ich euch auch mal, welche Produkte ich eingesetzt habe. Wir haben einmal das Bactofin genutzt über längere Zeit. Das ist ein Kraftstoffadditiv, das tut man in den Tank mit hinzu. Und das ist ein Multifunktionsadditiv, schmiert die Leitungen, macht auch leicht sauber. Also reinigt auch den Motor schon, reinigt die Einspritzdüsen und pflegt das ganze System. Es hat noch weitere Möglichkeiten, die auch sehr für die Oldtimer-Bereiche sehr wichtig sind, aber die blende ich mal ein bisschen aus, also der Tank rostet nicht mehr und so weiter. Aber das ist jetzt nicht wichtig, Kunststofftank in dem Ding ist drin, also nicht ganz so von großer Bedeutung in dem Fall. Wichtig zu erwähnen ist es auch, dass es den Kraftstoff stabilisiert und einfach, wenn man eine längere Standzeit hat, dass der Kraftstoff nicht umkippt und weiterhin zündfähig bleibt. Auch ein sehr gutes Vorteil von dem Bactofin. Dann natürlich einmal haben wir den Motorcleaner eingesetzt. Der Motorcleaner, warum haben wir den eingesetzt? Es geht einfach darum, wenn der Ölwechsel mal überzogen worden ist oder der Wagen sehr hohe Temperaturen gesehen hat oder die Intervalle auch lang waren. Meistens werden ja auch 30.000er Intervalle gefahren. Ja, laut Vorschrift, sag ich mal BMW-Vorgabe, ist das in Ordnung, wenn man mal drüber überlegt, ein Motor und das Öl ist irgendwann platt. Von daher macht es schon immer Sinn, vorzeitig mal ein Öl zu wechseln und die Intervalle grundsätzlich kurz zu halten. Also deswegen reinigen wir den Motor mit dem Motorcleaner. Der Vorteil bei dem Motorcleaner ist, dass das Additiv dichtungsschonend agiert. Dichtungsschonend bedeutet in dem Fall, dass der Motorcleaner von Wagner so konzipiert ist, dass er die Dichtung nicht angreift. Da gibt es andere Hersteller, die das nicht in der Art und Weise machen können. Und es kann natürlich sein, dass einige Dichtungen da etwas drunter leiden. Der Wagner Motorcleaner, das hat mir Herr Wagner selbst versichert, der hat diese Problematik nicht. Also das heißt, man kann ihn benutzen. Der Motorcleaner war in dem Fall jetzt ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde drin. Das ist auch das Schöne am Wagner Motorcleaner. Und zwar kann man den Motorcleaner fahren und im Stand laufen lassen. Und natürlich ist es auch so, dass der Motorcleaner nach einer Stunde im heißen Öl dann seine Wirkung verliert. Das heißt, man soll das schon ablassen, das ist ganz wichtig. Aber man muss sich jetzt nicht verrückt machen, wenn der halt länger drin ist, das Ding ist zu aggressiv oder macht die Dichtung kaputt oder sowas. Da kann man ganz beruhigt sein mit dem Produkt. Ich werde euch einmal zeigen, wie der Motor vorher aussah, nach dem Einsatz vom Cleaner aussah und wie er jetzt einmal aussieht. Das Auto ist jetzt mit dem Setup, was wir gerade haben, 100 Kilometer gefahren. Ungefähr 100, 130 Kilometer gefahren. Ja, ich dachte, wenn wir die noch mal reinigen wollen, dass ich die dabei habe. So, jetzt schauen wir noch mal an, wie das Ganze aussieht nach der 100 Kilometer Fahrt. Den hatte ich gerade schon geöffnet. Und zwar so sieht das aus. Hier liegt mal kurz ab. Nachdem wir jetzt den Motorcleaner benutzt haben und das frische Öl mit dem Mikrokeramik drin ist. Das Mikrokeramik ist jetzt ungefähr 150 Kilometer drin. Da kriegt man so ein bisschen so einen Eindruck. Das sieht schon wesentlich sauberer aus als vorher, finde ich. Gerade an den Stellen, ich kann ganz schwer zeigen, aber gerade an den Nocken auch und die Nockenwelle an sich und auch hinten in den Ecken sieht man, dass das eigentlich sehr gut, sehr frisch aussieht. Und ich denke mal, das Bild ja, spricht für sich. Dass es auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck auf mich macht im Vergleich zu dem vorherigen Öl,
Wie gesagt, das vorherige Öl war nicht wirklich platt. Das hatte 6000 Kilometer drauf. Also so schlimm war es nicht. Ebenfalls in dem Motor haben wir eingesetzt das Wagner Mikrokeramik. Warum benutzen wir das Wagner Mikrokeramik? Das Wagner Mikrokeramik hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Unter anderem in dem Fall, weil das auch ein Kurzstreckenfahrzeug bleiben wird, Verschleißschutz. Das heißt, in dem Moment, wenn man den Motor startet, ist der Verschleiß im Motor sehr, sehr hoch. Auch in dem Golf von meiner Freundin hat gerade auch das Mikrokeramik beim Starten, dieses metallische Klackern, sehr stark reduziert. Das ist so bei den Golfmotoren und den FSI-Motoren sehr, sehr, sehr stark, gerade der Start. Das hat da sehr gut geholfen, dass das Ganze da weggegangen ist. Das bedeutet, der Kaltstart für den Motor ist nicht mehr ganz so abrasiv wie vorher. Die weiteren Eigenschaften von dem Mikrokeramik sind natürlich auch Kraftstoffersparnis. Finde ich für den Wagen und für Kurzstrecke jetzt nicht ganz so von Bedeutung. Bei meinem Auto habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einen halben bis 0,6 Liter, also ungefähr einen halben Liter weniger Kraftstoff verbraucht. Aber das ist jetzt in dem Fall nebensächlich. Hier steht im Vordergrund natürlich der Verschleißschutz. Ein weiterer Vorteil ist damit drin, dass man zum Beispiel, wenn man den Motor ausrollen lässt, also mit der Motorbremse, dass die reduziert wird. Ist für mich auch nicht ganz so besonders, aber sehr besonders ist auch noch, dass das Mikrokeramik dazu führt, dass die Motorlaufruhe erhöht wird. Das heißt, der Motor läuft wesentlich ruhiger. Die Herausforderung ist natürlich bei diesem Motor, dass das hier sich um einen Direkteinspritzer handelt. Das heißt, der Direkteinspritzungston gibt sowieso den Ton an. Das heißt, es ist nicht wie bei einem Saugrohreinspritzer, dass er einfach dann das wesentlich stärker wahrnehmbar ist, weil einfach keine Störgeräusche durch die reinen mechanischen Teile da sind. Sondern hier in dem Motor ist natürlich dann die Frage, wie laut ist die Direktanspritzung an sich und wie stark kann man die Motorgeräusche reduzieren, weil die Injektoren, die kriegt man nicht reduziert durch ein Additiv, das ist Quatsch, also nicht durch ein Mikrokeramik-Additiv. In dem Fall hören wir uns das Ganze einmal an und schauen mal, ob es einen Vergleich zu hören gibt. Ich habe das Ganze einmal aufgebaut mit einem Mikro und ja, dann hören wir einmal rein, ob es beim Vorher, Nachher einen Unterschied gibt. Ich bin gerade dabei zu schneiden und zu dieser Szene möchte ich noch meinen Senf dazu geben. Also wenn man auf den Dezimesser guckt, gibt es einen kleinen Unterschied, aber tatsächlich würde ich jetzt hier in dem Fall mal die Laufruhenverbesserung ausklammern bei dem Motor. Das bringt es halt irgendwie nicht, jedenfalls noch nicht nach den 100 Kilometern. Vielleicht sieht es nach ein paar Kilometern mehr aus anders aus, aber ich denke, die Injektoren, die machen hier den Ton. Und ja, irgendwie... Selbst mit Kopfhörern gehört, klingt beides irgendwie laut und es ist nicht so stark hörbar wie bei meinem N52. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel dazu, dass ihr nochmal hören könnt, was es noch für Unterschiede gibt beim Diesel. Das nur ganz kurz, das kommt jetzt hier einmal als nächstes. Das ist einmal beim N57 D30, beim 330i, den wir noch haben. Einmal mal ein Soundvergleich dazu und da hört man es richtig deutlich. Aber dann ist das Kapitel für das Auto auch abgeschlossen und dann geht es weiter im Text. Kleine Randnotiz, es ist immer gut, dass man den Service selber in die Hand nimmt. Wir haben zum Beispiel hier Luftfilter gemacht, Aktivkohlefilter für den Innenraumluftfilter und Ölwechsel. Und da ist natürlich auch die Sache, man kann nicht immer vertrauen, dass die Leute vorher gut gearbeitet haben. Denn in diesem Fall bei 60.000 Kilometer hätte der Luftfilter, also der Innenraumluftfilter neu gewesen sein müssen. Der war aber nicht neu. Das heißt, da war noch ein alter drin, das war wahrscheinlich noch der erste. Den haben wir jetzt erneuert, das ist natürlich gut, aber man weiß nie, wie das Ganze aussieht. Das gleiche gilt auch für Zündkerzen. Leider habe ich gerade keine bekommen für den Service, den wir gemacht haben. Das wird nochmal nachträglich gemacht für das Auto. Ich habe auch schon mehrfach erlebt, dass einige Leute den Zündkerzenwechsel bezahlt haben und dann in Zylinder 6, wo man ein bisschen mehr wegbauen musste, haben sie gespart und die Zündkerze nicht gewechselt. Das ist natürlich... Schwarze Schafe gibt es immer, heißt nicht, dass jeder das macht, aber natürlich ist dann die eigene Vorsorge, die eigene Pflege für das Auto, was man sich angeschafft hat, natürlich das A und O. Also wenn euch das Ganze interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und den Kanal abonniert. Ansonsten habe ich noch sehr viele weitere Videos gemacht über die Produkte im Einzelnen. Was kann das Mikrokeramik, wie sind meine Erfahrungen damit? Ich habe mit Herr Wagner selber gesprochen, dass er seine Produkte mir mal erklären kann, weil ich hatte, nachdem ich sie benutzt hatte, Fragen dazu. Da blende ich auch mal ein paar Videos ein. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, bis dann, ciao! So, dennoch zeige ich euch einmal die Produkte und den Aufbau. Das ist einmal der Aufbau. Dieses Stativ habe ich nicht bewegt, das habe ich extra so gelassen. Das heißt,
diese Variante ist genauso wie gestern. Ach, das Auto pfeift hier. Und ja, das sind einmal die Produkte. Der Motor Cleaner, das Wagner Mikrokeramik. In dem Fall ist es hier eine 300 ml Dose, weil ich jetzt keine weitere dabei hatte. Genutzt wurde aber als Öl das Mobil 1 New Life 0W40. Bei 60.000 kam es neu. Ich habe gesagt, 10.000, da muss es raus. Also das ist immer mein Flavor. Und natürlich hier das Baktofin, das ist jetzt eine Serviette drum gebunden, dass man einfach ja, sich die Finger nicht schmutzig macht. Aber das Wagner Baktofin, das ist schon ein bisschen Einsatz. Deswegen, so sieht es halt aus. Das ist hier auch wirklich im Einsatz. Ja, und warum das Mobil 0W40? Das gibt es ja gar nicht mehr zu kaufen. Das ist noch ein Rest, den ich im Keller übrig hatte. Ich hatte 4,5 Liter im Keller rumfliegen. Und man braucht von der Mikrokeramik immer 10%. Also 10% Mikrokeramik vom 5 Liter Volumen in diesem Motor sind 4,5 Liter Mobil 1, 500 ml Mikrokeramik und der Ölfüllstand ist voll. Hat perfekt gepasst, so musste ich kein Öl wegschmeißen. Und das ist halt ein sehr wertiges Öl mit einer LN01-Freigabe, die auch für diesen Motor wichtig ist. Und ich werde nochmal ein separates Video darüber machen, welche Öle ich für diesen Motor verwenden würde, einfach um euch mal eine Orientierung zu geben, um ja, dass ihr mal so eine Idee bekommt, was gute Öle sind. Wenn ihr euch damit nicht großartig beschäftigen wollt, dann habt ihr einfach eine Auswahl von 3 guten Ölen, die mit dem Motor gut harmonieren. Und dann könnt ihr einfach davon eins wählen und seid glücklich damit.